Sexualität in Schule und Beruf und genau, und dann erzähle ich euch mal, wie das so bei mir momentan ist und genau. Also ich habe mich ja vor einem halben Jahr geoutet und da habe ich noch im FSJ gearbeitet, also ich habe in der Pflege gearbeitet und wo ich mich da geoutet habe, da musste ich quasi nur noch 4 Monate dort arbeiten und deswegen bin ich ganz normal in die Arbeit gegangen. Also ich habe halt den Binder getragen und so weiter. Also ich bin quasi von mir aus als Jess in die Arbeit gegangen, habe mich aber da nicht geoutet. Genau, weil ich wollte es den Bewohnern nicht antun, weil sie sich auf den Namen da ja dran gewöhnt haben und ich wollte jetzt auch in 4 Monaten da jetzt nicht irgendwie den großen Aufriss machen. Ich bin halt einfach so hingegangen, wie ich mich gut fühle, nur dass ich mich halt nicht geoutet habe. Und genau, jetzt arbeite ich an der Schule als Integrationshelfer. Und da habe ich mich jetzt auch nicht geoutet. Ich weiß nicht, warum ich mich jetzt. Also, ich habe eine ganz normale Bewerbung dahin geschrieben und ja, natürlich mit den alten Namen und so weiter und so fort. Und ich bin, wie gesagt, da noch nicht geoutet, weil ich mir dachte, ich tue jetzt die Bewerbung erstmal so hinschicken und alles machen und werde mich dann später dort outen. Und ja, und nächstes Jahr möchte ich halt meine Ausbildung zum Heilerziehungspfleger anfangen und genau, da habe ich jetzt auch eine ganz normale Bewerbung hingeschickt, aber ich tue mich dann dort outen und da bin ich auch eben mit der Therapie weiter. Und ich finde, glaube ich, dass das in der schulischen Ausbildung, dass das viel, viel einfacher ist, sich zu outen, als, glaube ich, bei einer normalen Ausbildung. Ich weiß nicht, da geht man nur zur Schule und bei der anderen, weiß ich nicht, da arbeitet man und alles, da weiß ich nicht. Überhaupt, wenn das ein sozialer Zweig ist, da musst du dich quasi vor den Leuten outen, die dort sind, zum Beispiel wenn du in einem Wohnheim bist oder so und musst dich noch vor deinen Arbeitskollegen outen und ja, okay. Und in der Schule musst du dich halt einfach, weiß ich nicht, ich finde es einfacher so ein bisschen. Es ist ein bisschen, es kommt ein bisschen entgegen, glaube ich, einfach. Genau. Ja, ich glaube, das war das erstmal dazu. Und ja, weil ich mich noch nicht geoutet habe, weil, ich weiß nicht, ich mache jetzt dann im Dezember habe ich meine zweite Therapiestunde und ja, ich bin halt einfach auch nochmal ein bisschen Unterstützung von meiner Therapeutin irgendwie. Ich werde auch vorher nochmal mit ihr darüber reden und genau, bevor ich jetzt mich da irgendwas passiert oder so, also keine Ahnung, ich rede am besten, ich möchte halt nochmal mit meiner Therapeutin darüber reden. Und genau, aber was recht lustig ist, ja, ich habe den Kindern halt gesagt, also in meiner Klasse bin, also ich habe den Kindern das so gesagt, habe mich mit meinem alten Namen vorgestellt, was soll ich auch machen, ne? Und habe ihnen aber gesagt, dass ihr mich Jess nennen könnt. Und ja, das ist auch sehr interessant, das klappt auch. Finde ich voll lustig und ja, das ist wenigstens so eine Erleichterung, die man sich dann ein bisschen geben kann, weil ich meine, das sind ja irgendwo Kinder und das, ich habe jetzt nicht gesagt, natürlich nicht, warum das so ist, was auch, ja, genau. Und die Kinder, die mich nicht so gut kennen, wo ich jetzt nicht in der Klasse arbeite, sondern die einfach noch im Schulhof sind, ja, die denken eh, dass ich ein Junge bin, also denen
auch sagen, ich bewerbe mich halt direkt mit den Namen, die du möchtest. Habt ihr ja in unseren alten Videos gesehen, also in den Videos Bewerbung vor der Personenstands- und Namensstandsänderung und bist dann quasi irgendwie direkt geoutet. Oder du machst das wie ich und ja, bewirbst dich natürlich mit deinen alten Namen und so weiter und so fort. Und dann outest du dich erst dort, weil dann hast du wenigstens den Beruf schon und ja, kannst hinterher später da sagen, das ist vielleicht ein bisschen sicherer. So mache ich das auf jeden Fall auf dem Weg. Genau. Ja, und dann würde ich mal sagen, dann sehen wir uns nächste Woche wieder, ne? Dann ciao, Leute.